Ja, in Sachen Brexit-Verhandlungen wird der Gipfel wohl kein grünes Licht für die Einleitung der zweiten Gesprächsphase geben. Dafür sind die Voraussetzungen eben noch nicht erfüllt. Es geht aber auch um andere wichtige Themen wie Migration, Verteidigung, Digitalisierung. Und dann will Angela Merkel auch über eine Reduzierung der sogenannten Vorbeitrittshilfen für die Türkei sprechen. Fragen wir Klaus Weber in Brüssel. Klaus, im Wahlkampf hatte die Kanzlerin ja sogar gesagt, sie wolle sich auf europäischer Ebene für einen Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei einsetzen. Das müsste allerdings einstimmig beschlossen werden. Gibt es denn dafür überhaupt eine reelle Chance? Also muss man ganz klar sagen, nein, dafür gibt es keine Chance. Ein Abbruch der Verhandlungen ist nicht darstellbar. Da hat auch Emmanuel Macron was dagegen, unter anderem. Er steht da aber nicht alleine. Es sind eine ganze Menge Staats- und Regierungschefs, die das nicht möchten. Ein Einfrieren dieser Vorbeitrittshilfen ist wahrscheinlich auch nicht machbar. Deswegen geht es jetzt wahrscheinlich um eine Kürzung dieser Vorbeitrittshilfen. Da geht es ja immerhin um 4,5 Milliarden Euro, die da bis ins Jahr 2020 fließen sollen. 250 Millionen sind geflossen und dafür sieht Berlin plötzlich eine Chance, dass man hier die nötigen Mehrheiten zusammenbekommt. Das würde dann natürlich auch unter anderem die Zivilgesellschaft treffen, weil dort ja auch viele Projekte unterstützt werden, zum Beispiel gegen Korruption. Aber da hat man auch gesagt in Berlin, da gibt es Möglichkeiten, dieses Geld vielleicht weiter umzuleiten und weiter der Zivilgesellschaft zugutekommen zu lassen. Über dieses Thema und über viele andere Themen konnte ich auch mit Manfred Weber sprechen, eben gerade dem EVP-Fraktionsvorsitzenden. Auch interessant, was er dazu gesagt hat. Hören wir uns das mal an. Manfred Weber, viel zu besprechen vor dem anstehenden Gipfel, beziehungsweise zum anstehenden Gipfel. Die Kanzlerin hat jetzt angekündigt, die Vorbeitrittshilfen für die Türkei kürzen zu wollen. Ist das überhaupt durchsetzbar und ist das eine gute Idee? Sehr, sehr gutes Signal. Und wir im Europäischen Parlament werden bereits nächste Woche, wenn wir in Straßburg über den Haushalt beraten, das Gleiche beschließen. Das heißt, der Haushaltsgesetzgeber, das Europäische Parlament, ist genau auf diesem Weg. Ich freue mich, dass von den Staats- und Regierungschefs jetzt auch die Initiativen kommen. Wenn man sich die Entwicklung in der Türkei anschaut, kann keiner einfach so weitermachen, als sei nichts passiert. Deswegen müssen wir uns die Mittel anschauen. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter als Parlament. Wir wollen, dass wir auch über die Beitrittsgespräche reden. Wenn wir sehen, dass dort Deutsche jetzt im Gefängnis sind, dass das Land sich wegentfernt von Demokratie, dann müssen wir die Beitrittsgespräche jetzt beenden und ein neues Angebot der Partnerschaft ohne Vollmitgliedschaftsperspektive auf den Tisch legen. Aber dafür wird es wahrscheinlich keine Mehrheit geben. So sieht es bei den Staats- und Regierungschefs aus. Ich würde mir nur auch wünschen, dass die versammelten Staats- und Regierungschefs das nicht nur hier in Brüssel beschließen, sondern auch zu Hause dann vertreten, dass sie mit der Türkei weiter über Beitritte sprechen. Ich bin schon überrascht, wenn beispielsweise in Polen die polnische Regierung sich hinstellt und sagt, wir sind für eine Türkei-Mitgliedschaft und dabei bitte in Kauf nehmen müssen, dass dann 80 Millionen türkische Bürger die Freizügigkeit in der Europäischen Union haben, sich also in ganz Europa frei niederlassen dürfen. Und gleichzeitig macht die polnische Regierung sozusagen Stimmung gegen den Islam. Das passt hinten und vorne nicht zusammen. Und deswegen bitte, wenn man hier beschließt, dass die Türkei Mitglied der Europäischen Union werden soll, soll man es bitte auch zu Hause vertreten. Andererseits braucht man die Türkei natürlich auch. Sie ist Mitglied der NATO. Da ist man doch in einem Zwiespalt. Die Türkei ist ein wichtiger Partner, enger Partner. Aber wir erleben, dass die Türkei sich wegentfernt von Europa, von unseren Werten, von unseren Prinzipien. Und unsere Position ist als Europäische Volkspartei, und das haben wir auch im Parlament mehrheitsfähig bekommen, wir brauchen jetzt Ehrlichkeit. Wir brauchen Mut zur Ehrlichkeit. Was ist machbar in der Partnerschaft? Was geht aber auch nicht? Und deswegen beenden der Gespräche, aber gleichzeitig öffnen der Türen, zum Beispiel über verstärkte Wirtschaftszusammenarbeit zu reden oder über Visaliberalisierung für Studenten, für junge Menschen zu reden, dass junge Leute sich kennenlernen. Also lassen Sie uns pragmatisch über die Zusammenarbeit reden, aber lassen Sie uns andererseits auch beenden die irreale Vorstellung von einer Vollmitgliedschaft. Ja, wird spannend hier mit Sicherheit. Zweites sehr spannendes Thema ist das Thema Brexit. Da hat Theresa May heute Morgen einen Brief geschrieben, einen offenen Brief an die EU-Bürger in Großbritannien, dass das Bleiberecht zusichert. Aus Berlin hört man jetzt sanftere Töne plötzlich, dass das Geld vielleicht gar nicht so wichtig sei. Also diese kolportierten 100 Milliarden Euro, die da von Großbritannien gezahlt werden müssen. Stehen da die Zeichen so ein bisschen auf Annäherung? Wir wollen eine Vereinbarung mit Großbritannien. Wir respektieren das Ergebnis der Briten und wir wollen eine Vereinbarung. Und deswegen sind Signale des Miteinanders wichtig, aber am Ende bleibt die Substanzfrage. Wenn Theresa May den EU-Bürgern in Großbritannien diese Sicherheiten gibt,
dann muss sie das auch in den Verhandlungen untermauern. Dann muss sie in Brüssel mit ihrem Verhandlungspartner, auch, also mit dem Verhandler für Großbritannien, David Davis, auch kommen und konkrete Angebote auf den Tisch legen. Die gibt es bisher nicht. Wir fordern zum Beispiel, dass wenn wir die Rechte für die Bürger schlicht und einfach einfrieren und garantieren für die Zukunft, dann muss der EuGH, der Europäische Gerichtshof, darüber wachen dürfen. Das muss ja der Bürger auch einklagen können, seine Rechte. Und dazu ist Großbritannien bisher nicht bereit. Also die Appelle hören wir und den Willen zum Kompromiss hören wir auch in den Reden. Aber es nützt nichts, wenn in der Substanz dann nichts kommt. Wir hoffen, dass sich Großbritannien bewegt. Und ich freue mich, dass wir auf der europäischen Seite große Geschlossenheit haben. Wir wissen, was wir wollen. Wir sind geeint als Europäische Union. Und die Briten sind leider Gottes sehr, sehr zerstritten. Aber sind diese zwei Phasen, die man da ausgerufen hat, also zunächst einmal Klärung der Finanzen, Irland-Frage, Bleiberecht der EU-Bürger bzw. Rechte der EU-Bürger und dann erst die künftige Zusammenarbeit mit Großbritannien, ist das nicht eher hinderlich? Und wie kann denn zum Beispiel Theresa May ihr Gesicht wahren? Man kann ja nicht erwarten, dass sie nach Hause kommt, so, wir haben jetzt eine Rechnung von 100 Milliarden auf dem Tisch liegen und ansonsten haben wir auch nicht viel erreicht und trotzdem regiere ich weiter. Wie kann sie ihr Gesicht wahren, mit Hilfe der Europäischen Union vielleicht? Das Verfahren ist vereinbart und es geht hier nicht um Gesicht wahren, es geht nicht um politisches Überleben. Das mag in London ein Thema sein, wenn man sich die Situation dort anschaut, aber das ist nicht unser Kriterium. Unser Kriterium ist, dass wir für die Menschen etwas erreichen. Deswegen ausdrücklich Priorität haben die Interessen der Bürger. Die Bürgerschaftsfragen, aber auch Nordirland. Da geht es um Krieg und Frieden, da geht es um Grundsatzfragen auf diesem Kontinent, ob Nordirland wieder eine harte und strenge Grenze bekommt oder nicht. Also es geht um substanzielle Fragen und deswegen beharren wir drauf, wir brauchen Fortschritte in diesen Themenfeldern, bevor wir in die zweite Phase gehen. Und vielleicht noch, die zwei Phasen waren ja gedacht, dass wir uns zu Beginn einfach mal auf drei wichtige Themen konzentrieren, um den Beleg zu bekommen, dass wir vertrauensvoll weiter zusammenarbeiten können. Das ist die Testphase. Ob das große Paket, dann nachher über die Handelsfragen zu reden, ob wir dem uns überhaupt gewachsen sehen. Und bisher ist es leider Gottes eher entmutigend in der Frage, ob wir Vertrauen zueinander haben können. Zum Schluss nochmal vielleicht zu der neuen Methode, die Donald Tusk angesprochen hat. Es gibt viele Fragen, die die Europäische Union nicht gelöst hat bislang. Deswegen will er mehr Gipfel einberufen. Er will vielleicht künftig auch so eine Art, obwohl er für große Einigkeit auch steht, eine Art Europa der zwei Geschwindigkeiten, wenn man sich nicht einig ist. Vielleicht dann, dass manche Länder einfach zusammenarbeiten, andere eben dann später dazukommen. Ist das ein richtiger Weg? Ist das ein guter Weg, den er einschlagen will? Donald Tusk legt eine neue Leaders Agenda vor, eine sozusagen Agenda der Chefs. Das ist gut, das ist positiv, aber ich muss sehr kritisch anmerken, eine Agenda allein reicht nicht. Man darf nicht nur eine Tagesordnung beschließen, das ist ein guter Schritt, aber das ist zu wenig, wir brauchen Ergebnisse. Ich möchte nur ein Beispiel rausgreifen, die Migrationsfrage, die Flüchtlingsfrage, eine offene Wunde dieses Kontinents, weil wir bisher keine Antworten darauf haben, wie wir in Europa damit umgehen. Und wir brauchen eine Antwort, weil wir dann dauerhaft die innereuropäischen Grenzkontrollen wieder abschaffen können. Und ich darf berichten, dass das Europäische Parlament gestern im Innenausschuss die Dublin-Verordnung, sozusagen die Kerngesetzgebung zur Flüchtlingsfrage, mit großer Mehrheit beschlossen hat. Wir haben gesagt, wir wollen an der Außengrenze Sicherheitsprüfungen, wir wollen an der Außengrenze Prüfungen, ob eine Bleibeperspektive besteht. Und wir wollen aber im Inneren Europas Solidarität. Soweit also Manfred Weber. Ja, jede Menge Themen auf der Agenda dieses Gipfels. Wahrscheinlich kommt jetzt auch noch Katalonien dazu, auch wenn es offiziell nicht als Gipfelthema hier vorgesehen war. Um 15 Uhr geht es dann tatsächlich los, dann wieder mit uns und jetzt wieder zurück zu dir, Andreas.